Danke, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider haben wir immer noch Höchststände in der Welt, weltweit, an Menschen, die fliehen müssen. Vielfach kommen sie dort, wo sie bedroht sind, an ihrem Leben, an ihrer Unversehrtheit, kommen sie dort aus diesen Gegenden gar nicht raus, an Orte, an denen sie sicher wären. Diejenigen, die rausgekommen sind und sich in Sicherheit gebracht haben, haben häufig dort nicht das zur Versorgung, was zum Lebensnotwendigen gehört. 90% der Menschen, die weltweit geflohen sind oder intern versprengt sind, sind in den ärmsten Regionen unseres Planeten unterwegs, Regionen, die damit immer weiter stabilisiert werden. Diejenigen, die sich aufmachen, nutzen Schlepperunwesen, müssen Geld bezahlen, riskieren ihr Leben. Viel zu viele sterben immer noch auf dem Mittelmeer. Das ist die Situation. Europa läuft weiterhin auseinander und ist blockiert. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Situation diskutiert Deutschland als wichtigstes Thema ein Symbolthema, nämlich den Familiennachzug. Und ich kann Ihnen nur sagen, damit werden wir dieser Fragestellung, vor der wir stehen, gemeinsam den Herausforderungen nicht gerecht. Wir müssen besser steuern und ordnen. Das ist bereits gesagt worden. Und jetzt nehmen wir doch noch einmal, Frau Lindholz, die Alternative. Die Menschen, die keine Perspektive haben, rauszukommen auf einem legalen und sicheren Weg. Ja, da geht dann einmal einer los. Vielleicht legen sie in der Familie zusammen, dass wenigstens einer sich in Sicherheit bringen kann. Und dann werden Schlepper bezahlt. Dann wird das Leben riskiert. Dann stehen die Leute plötzlich an den Grenzen Europas. Dann schlappen sie zu 100.000, wie wir es erlebt haben, 2015 unkontrolliert über die Grenzen. Ist denn das Steuerung und Ordnung? Natürlich, das war keine Steuerung und Ordnung. Wir haben uns versprochen in die Hände, dass wir das verbessern wollen. Und mein Argument ist, der Familiennachzug ist doch gerade ein Argument und ein Instrument, zu Steuerung und Ordnung zu kommen und nicht das Gegenteil, wie Sie das hier vorgetragen haben. Es ist so, dass es eine Situation ist mit dem Familiennachzug, die für alle Seiten nutzt. Familien können wieder zusammenleben, aber auch für uns ist es ein guter Weg, eine gute Möglichkeit, diese Fluchtbewegung zu steuern und zu ordnen. Denn wir wissen, wer kommt. Das ist doch eine Frage, die uns immer umtreibt. Sind die Leute eigentlich identifiziert, die da zu uns kommen? Wer ist es überhaupt? Wie alt sind die? Sind die Fingerabdrücke genommen? Wie viele kommen da auf einmal? Wo sollen die hin? Mit Familiennachzug, über Visum, über unsere Auslandsvertretung ist das alles besser steuerbar als auf dem Chaos, mit dem wir das in den letzten Monaten und Jahren erlebt haben. Und da muss ich schon, es ist ja immer ein bisschen anstrengend, wenn man dann die Kronzeugen aus den eigenen Reihen da hat. Aber ich muss schon an den Hans Mayer hier erinnern, der sagt, das ist schon ein bisschen erbärmlich, dass es dem bayerischen Teil der Union in diesen Sondierungsgesprächen anscheinend um fast nichts anderes ging, als nur diesen Familiennachzug abzuschaffen. Das ist doch, als ob wir keine anderen Herausforderungen, auch Herausforderungen für die eigene Bevölkerung hätten. Also, wir wollen steuern und ordnen. Der Familiennachzug ist dafür ein geeigneter Weg. Und ich will aber den Kolleginnen und Kollegen von Grünen und Linken auch sagen, wir müssen das mit Maß und Mitte tun. Und wir müssen beachten, was die Ressourcen und die Kapazitäten in unseren Auslandsvertretungen und auch hier im eigenen Land sind. Und deswegen wollen wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten diesen Familiennachzug wieder ermöglichen. Aber wir wollen das in einem Maße tun, wie wir ihn auch gut organisiert bekommen, weil das dient am Ende allen Beteiligten. Wir haben viel darüber gesprochen, dass die Menschen, die zu uns kommen sollen, unsere Werte beachten sollen. Das Recht auf Familie und der Schutz von Ehefamilie ist ein hohes Gut unserer Verfassung. Gehen wir mit gutem Beispiel voran und zeigen wir den Menschen, dass das nicht nur für Deutsche gilt, sondern dass es ein universelles Recht ist, für das wir gemeinsam eintreten. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Castellucci. Schönen Nachmittag.